Wie manche von euch vielleicht mitbekommen haben, vor allem wenn ihr meinen Vlog-Kanal verfolgt, ist, dass ich bald umziehen werde. Und ich habe mir jetzt für die nächsten Wochen vorgenommen, dass ich meine Vorräte aufbrauchen möchte, da ich möglichst wenig mitschleppen möchte und auch möglichst wenig Lebensmittel. Das meiste ist ja auch irgendwie in Glas verpackt und ziemlich schwer. Und deswegen, ja, dachte ich mir, drehe ich einfach mal ein Video darüber, wie ich versuche, meine Vorräte leer zu bekommen. Das Video ist ein bisschen durcheinander, muss ich sagen. Also ich habe es jetzt eben schon geschnitten. Es ist ein bisschen wie so eine Art What I Eat in a Day, halt über die letzten 2-3 Wochen. Ich habe allerdings manchmal auch vergessen, das fertige Gericht zu zeigen, 2-3 Mal. Ja, aber ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm und ich hoffe, dass euch das Video trotzdem gefällt. Rezepte, die ich euch verlinken kann, sind auf jeden Fall unten in der Infobox verlinkt. Und ja, dann war's das fürs Intro und ich wünsche euch viel Spaß. So, das ist jetzt mein etwas dunkler Vorratsschrank. Ich habe hier einige Packungen Milch und da hinten sind vor allem so Essiggeschichten, zum Beispiel Reisessig oder verschiedene Öle, wie zum Beispiel Sesamöl. Hier sind sehr viele Sachen, die ich selten benutze oder nur ein paar Mal benutzt habe. Und ich habe mir für diese Woche ausgesucht, dass ich gerne Reisessig, davon habe ich 2 Flaschen, versuchen möchte, eine Flasche davon aufzubrauchen. Und außerdem noch die Sachen, die hier noch in Plastik verpackt sind, wie zum Beispiel habe ich hier einmal passierte Tomaten. Oder hier ist auch noch eine Dose gehackte Tomaten, die ich letztens brauchte in einer Konserve. Und hier ist so eine Packung Hartweizengrieß. Davon habe ich mir letztens sehr viel gekauft für ein Projekt. Und davon habe ich jetzt noch sehr viel übrig und deswegen möchte ich den jetzt auch aufbrauchen. Und ich dachte mir, diese Kombination passt eigentlich ganz gut, um damit Lasagne zu machen. Also verschiedene Tomaten. Mit dem Hartweizengrieß werde ich dann die Lasagneblätter machen. Ja, also das steht so für heute an. Mit dem Reisessig möchte ich so ein, ich weiß nicht, ob man das wirklich asiatisches Gericht nennen kann. Das ist halt von Bosch. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind so Foodblogger. Genau, das Rezept dafür habe ich irgendwo noch auf meinem Handy. Aber heute zeige ich euch erstmal die Lasagne. Und dann über die Woche gucke ich, was ich hier noch so verbrauchen kann. Zum Beispiel habe ich hier auch so voll viele angefangene Mehlsorten, wie zum Beispiel ein bisschen Buchweizenmehl, wo ich mal was Glutenfreies gemacht habe. Oder hier ist zum Beispiel Vollkornreismehl. Ja, dann habe ich hier auch noch so ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel so eine Bruschetta-Mischung, die man so mit Öl oder Wasser anmischt. Das habe ich mal von meiner Mutter geschenkt bekommen. Ja, also es sind so alle möglichen verschiedenen Dinge, die ich sehr, sehr selten bis nie benutze. Und deswegen versuche ich jetzt, das alles mal irgendwie leer zu bekommen. Gleichzeitig habe ich hier drüben mein Hauptvorratsregal, das ich jetzt auch versuche, nach und nach aufzubrauchen. Hier oben bin ich schon ganz gut dabei. Das sind so meine Müsli-Zutaten. Ja, die Nüsse und Samen haben sich so langsam geleert. Diese Woche habe ich nochmal ein paar neue besorgt. Meine Chiasamen werden auch langsam leer, also das Glas war mal voll. Ja, und so Sachen wie Datteln gehen eigentlich ziemlich schnell leer. Wovon ich auch noch relativ viel da habe, ist Reis. Da habe ich einmal hier unten 2 Gläser, dann habe ich noch eine Packung in dem Schrank, wo wir eben geguckt haben und dann noch so eine große, wirklich so eine große Dose mit Reis. Und was ich jetzt wirklich langsam aufbrauchen sollte, sind hier die Hülsenfrüchte und das Getreide, weil das steht teilweise schon eine Weile hier rum. Hier habe ich einmal verschiedene Linsen. Ich koche am liebsten mit Linsen, also Bohnen sind mir immer ein bisschen zu aufwendig. Da habe ich 3 verschiedene Sorten und dann habe ich hier Hirse und Amaranth. Mit dem Amaranth habe ich tatsächlich noch nie was gekocht, deswegen möchte ich das jetzt auch demnächst auf jeden Fall machen. An Bohnen habe ich jetzt gerade nur noch schwarze Bohnen und im Gefrierfach sind noch ein paar Kidneybohnen. Also da bin ich schon ganz gut dabei beim Aufbrauchen. Und dann ist hier noch ein bisschen Popcorn-Mais und dann so asiatische Nudeln. Mit denen werde ich wahrscheinlich diese Woche auch noch was machen. Und Hefeflocken habe ich auch noch einiges. Hier und da. Ach ja, und hier unten sind dann auch noch ein paar Mehlsorten. Dinkel, Vollkorn, nee, das ist Weizenmehl. Weizenmehl, Weizenvollkorn und Roggenmehl. Kakao, also einfach so ein paar Backsachen. Und dann haben wir hier noch ein paar Cornflakes. Und dann machen wir uns mal an die Lasagne. Für die Lasagne müssen wir erstmal eine Bolognese machen. Und dafür habe ich hier, wie gesagt, dieses vegane Hack vom Lidl. Und dann mache ich da jetzt einfach alles Mögliche an Tomaten rein, was ich noch da habe. Hier so passierte Tomaten, gehackte Tomaten, ein bisschen Tomatenmark. Und ich denke dann eine Flasche von diesen passierten Tomaten noch. Dann habe ich hier außerdem noch Einweichwasser von getrockneten Tomaten, von einem Pesto. Ja, das kommt dann auch noch mit rein. Erstmal werde ich jetzt ein paar Zwiebeln anbraten. Ich habe mir die hier so schon fertig geschnitten, eingefroren, voll praktisch.
und dann noch ein bisschen Knoblauch. Genau, und das brate ich zusammen mit dem veganen Hack an und dann kommt das alles dazu und dann ein paar Kräuter. Ich habe jetzt hier schon mal die Lasagneplatten ausgerollt. Der Teig ist auch super einfach selber zu machen. Dafür müsst ihr einfach nur Hartweizengrieß mit Wasser vermischen, bis es halt so eine gute teigmäßige Konsistenz hat. Und ich habe das dann hier auf die Form, auf die Größe von der Form zurechtgeschnitten. Das hier ist noch nicht ganz fertig. Da kommt noch ein dritter Boden. Ich mache immer so 3 Schichten. Ja, die muss man nicht vorkochen oder so. Und der Vorteil ist auch, es geht um einiges schneller als mit den gekauften Platten. Und ich finde es so cool, dass man das einfach auf die richtige Größe zurechtschneiden kann und nicht die Platten immer so brechen muss, dass es irgendwie passt. Und hier drüben sind die Soßen. Die Bolognese ist schon fertig. Die habe ich jetzt einfach nur noch mit Pfeffer, Oregano und ein bisschen frischem Basilikum gewürzt und noch einen Schuss Balsamico-Essig. Und hier mache ich jetzt gerade die Bechamelsoße. Oh, die ist auch, ja, die ist jetzt auch fertig. Und die besteht einfach aus ein bisschen Öl, Salz, Pfeffer, Sojamilch und etwas Muskat. Und jetzt wird das Ganze geschichtet. Oh, damn! Oh, ich habe so Hunger. Jetzt muss ich alles nochmal neu filmen. Wieso? Weil du es noch so schön dekorierst. Cute! Ich esse Lasagne übrigens immer ohne Käse, beziehungsweise ohne veganen Käseersatz. Weil mir diese Ersatzprodukte einfach nicht schmecken. Ich mache es einfach so, dass ich nochmal Bolognese und dann nochmal was von der Bechamelsoße oben drauf mache. Und ja, das reicht mir dann auch so. Guten Morgen, ich bin gerade erst aufgestanden. Ich glaube, man sieht es. Auf jeden Fall ist heute Sonntag und ich habe heute echt viel Zeit zum Kochen. Das ist mal was ganz Neues. Die letzten Wochen hatte ich immer relativ wenig Zeit, aber ab jetzt wird es bei mir wieder ein bisschen entspannter. Und ich dachte mir, ich probiere heute mal ein paar neue Rezepte aus. Ich habe den Morgen, bestimmt eine halbe Stunde oder so, auf Pinterest verbracht und mir ein paar neue Rezepte ausgesucht. Vor allem, da ich ein paar speziellere Zutaten noch in meinem Vorrat habe, wie zum Beispiel Reismehl oder Buchweizen oder auch Amaranth zum Beispiel. Ja, das sind so Sachen, die ich jetzt schon relativ lange da habe. Okay, das Reismehl jetzt noch nicht so lange. Und irgendwie weiß ich einfach nicht so wirklich, was damit anzufangen. Und deswegen habe ich mir jetzt ein paar Sachen rausgesucht. Kennt man das? Ja, zum Beispiel mit dem Amaranth habe ich hier solche Cookies, dann Bratlinge. Gepufften Amaranth mache ich mir voll oft so in den Joghurt rein. Also ich denke, ein bisschen werde ich auch verpuffen, wie sagt man das? ja, dann sind hier noch so, ich glaube mit Erdnuss. Ja, Erdnuss-Amaranth-Schnitte. Finde ich, hört sich auch voll geil an. Amaranth-Porridge. Und dann kommen wir schon zum Buchweizen. Ein Bananenbrot mit Buchweizen. Allerdings glaube ich, dass man dafür Buchweizenmehl braucht. Deswegen muss ich nochmal gucken. Dann ist hier so ein Salat. Buchweizen-Risotto. Buchweizen-Knuspermüsli. Buchweizen-Bananenbrot-Breakfast. Bowl. Das sind sehr viele Bs. Und hier nochmal ein Buchweizensalat mit roter Beete. Und eine Erdnuss-Brokkoli-Buchweizen-Bowl. Erdnuss und Brokkoli sind so meine Lieblingssachen, deswegen denke ich, passt das ganz gut. Ja, und aus dem Reismehl werde ich wahrscheinlich diese Pfannkuchen hier machen. Genau, jetzt muss ich mich nur noch entscheiden, was davon ich heute mache. Ich habe jetzt gerade meinen Amaranth hier abgewogen und zufälligerweise reicht er genau für diese Cookies und die Bratlinge. Deswegen werde ich die zwei jetzt machen. Allerdings habe ich, glaube ich, keinen Erdnussmus mehr da. Deswegen werde ich die Cookies wahrscheinlich mit irgendeinem anderen Nussmus machen. Und da ich kein Amaranth-Mehl habe, werde ich hieraus einfach Mehl machen, indem ich das Ganze in den Mixer tue. Das ist jetzt der Keksteig. Und wie man sieht, der ist ziemlich flüssig. Ich fürchte, mein Mehl ist nicht ganz so mehlig geworden. Und ich hatte auch keine Geduld, das jetzt noch weiter zu mahlen. Also so etwa die Hälfte ist Mehl geworden und der Rest ist in diesen kleinen Kügelchen geblieben. Ist, glaube ich, nicht ganz so geeignet, um das im Mixer zu machen, zumindest nicht in meinem. Damit das Ganze jetzt noch ein bisschen fester wird, packe ich jetzt noch diesen Rest Buchweizenmehl hier rein, den ich noch hier habe. Und da ich kein Erdnussmus hatte, habe ich Cashewmus genommen, das ja relativ neutral schmeckt. Und ich dachte mir gerade, ich habe hier noch so geraspelte Schokolade von einem Kuchen, den ich letztens gemacht habe. Das haue ich einfach auch noch mit rein. Das Buchweizenmehl hat leider nicht ausgereicht. Deswegen habe ich hier noch ein bisschen von diesem Reismehl reingemacht, damit der Teig jetzt halt fest geworden ist. Und ich denke, jetzt kann man daraus auf jeden Fall ein paar Cookies machen. Ich hoffe, dass der Amaranth, der jetzt nicht zu Mehl geworden ist, im Ofen noch gar wird, weil ich habe jetzt gerade mal ein bisschen probiert
Und erstmal, es schmeckt hauptsächlich nach Amaranth. Und diese Körner sind halt schon noch sehr hart. Deswegen hoffe ich, dass sie noch ein bisschen weicher werden. Also, heute ist der Amaranth leer gegangen. In das Glas habe ich jetzt allerdings schon was Neues gefüllt. Und zwar alle möglichen Reste von Trockenfrüchten und gepufftem Amaranth. Genau, da habe ich mir so ein kleines Müsli draus gemacht. Das Buchweizenmehl ist auch komplett leer. Und von dem Reismehl ist jetzt nicht mehr viel übrig. So, ich habe jetzt hier verschiedene Sachen, die ich noch aufbrauchen möchte. Und zwar habe ich einmal hier diese kleine Flasche Sesamöl, Sojasauce, Dattelsirup, der ist tatsächlich gerade leer gegangen. Und dann hier diese Mienudeln. Aus diesen Zutaten habe ich jetzt schon mal die Soße angerührt und ein bisschen Zitronensaft ist da auch noch drin. Und zwar für dieses Rezept hier. Na, das habe ich schon ein paar Mal gemacht, das ist von The Foodie Takes Flight auf Instagram. Genau, das geht super schnell. Man schmeißt einfach hier alle Zutaten für die Soße rein, dann kocht man die Nudeln und dann mischt man alles zusammen. Normalerweise mache ich noch gern Tofu rein, aber ich habe leider gerade keinen da. Stattdessen werde ich aber noch ein paar Edamame-Bohnen reinmachen, die ich noch im Tiefkühler hatte. Und außerdem auch ein bisschen Gemüse. Ich glaube, ich mache ein bisschen was von dem Brokkoli hier rein und vielleicht auch noch ein paar Champignons. So, ich habe es jetzt geschafft, eine Flasche Reisessig und eine Flasche Sesamöl leer zu machen. Daraus habe ich eine Soße gemacht, zusammen mit Sojasauce, dann diesem Sriracha und außerdem etwas Ahornsirup. Ich habe dafür jetzt keine Mengenangaben, ich habe das einfach nach Gefühl irgendwie zusammengemixt. Da kommt jetzt gleich außerdem noch ein kleines bisschen Stärke rein, damit es andickt. Und das gibt es dann hier mit Pilzen und Tofu. Die habe ich auch so in Stärke gewendet, damit die so knusprig werden. Und dazu dann Reis. Und so sieht das Ganze jetzt fertig aus. Ich finde, es ist sehr hübsch geworden. Und noch etwas ist leer gegangen, und zwar mein Öl. Neutrales Öl. Jetzt habe ich nur noch Olivenöl da, das ist aber auch fast leer. Und ich hatte hier auch noch eine Flasche Ketchup und eine Flasche Barbecue-Soße. Die sind jetzt auch beide leer. Diesen letzten Rest habe ich leider nicht mehr rausbekommen. Ich habe mir jetzt gerade aus dem restlichen Reismehl ein paar Pfannkuchen gemacht. Die sehen irgendwie ganz anders aus als auf dem Bild von dem Rezept. Und um ehrlich zu sein, ich habe schon einen ein bisschen probiert. Sie schmecken auch nicht so doll. Ja, aber ich denke jetzt mit Äpfeln und Ahornsirup geht das auf jeden Fall klar. Ja, also eigentlich würde ich euch das Rezept jetzt unten verlinken, aber ich bin kein Fan davon, deswegen mache ich es nicht. Ich habe mir gerade zum Frühstück einen Smoothie gemacht, beziehungsweise ich bin noch dabei. Und da sind gefrorene Bananen drin, zwei Orangen, dann einige so Vierkornflocken, glaube ich. Auf jeden Fall mehrere verschiedene Flocken. Die versuche ich gerade leer zu machen. Dann habe ich außerdem Leinsamen geschrotet im Mixer, die ich auch versuche leer zu machen. Davon sind zwei Esslöffel drin. Dann noch ein bisschen Pflanzenmilch, etwas Zimt, ein bisschen Orangenschale. Und das hier ist gerade leer gegangen. Cashewmousse. Das würde ich um ehrlich zu sein auch nicht nochmal nachkaufen. Aber ich freue mich sehr, dass es jetzt leer ist. Ich habe gerade als kleinen Snack einfach noch eine Banane mit Haselnussmus gegessen und dabei ist das Haselnussmus leer gegangen. Das ist übrigens meiner Meinung nach das beste Nussmus überhaupt. Das gibt es jetzt, glaube ich, relativ neu im DM. Falls ihr das noch nicht probiert habt, probiert es. Es ist richtig lecker. Ich habe hier noch einen Rest rote Linsen. Gut, da sind noch ein paar grüne mit drin. Und Kokosmus. Und vor ein paar Tagen habe ich ein neues Rezept ausprobiert. Und zwar rote Kokoslinsen. Also man kocht die roten Linsen in Kokosmilch. Und dazu dann Reis und Kochbananen. Und das war total lecker. Kochbananen habe ich jetzt leider nicht mehr da. Ich habe nur noch normale. Aber ich denke mir, ich bereite das jetzt einfach schon mal vor. Also ich koche jetzt schon mal die Linsen mit dem Kokosmus. Dann sind die auch beide leer. Also hier ist auch nur noch ein bisschen drin. Und ich denke, ich werde das dann erst morgen essen und ich versuche dann einfach normale Bananen dazu zu braten und das dann da drauf zu legen. Ich bin gerade mein Mittagessen am Vorbereiten. Und zwar gibt es heute Pad Thai mit Tofu und Brokkoli. Und für die Soße habe ich zwei Sachen aufgebraucht und zwar die Tamarindenpaste und den Ahornsirup. Sehr cool. Und die Sojasauce ist auch fast leer. Aber um ehrlich zu sein, die Sojasauce werde ich wahrscheinlich nochmal neu kaufen, weil ich sehr viel Sojasauce benutze. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich vergessen habe, das Essen zu filmen. Und jetzt habe ich schon fast aufgegessen. Auf jeden Fall war es sehr, sehr lecker. Das Rezept dazu ist übrigens von Bosch, also von dem Blog Bosch. Allerdings weiß ich nicht, ob es das Rezept auf dem Blog gibt. Ich habe das halt aus dem Kochbuch. Genau. Und das esse ich jetzt mal noch zu Ende.
Und das war das heutige Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Meine Vorräte sind leider immer noch nicht leer, aber ich bin auf jeden Fall schon ein gutes Stück vorangekommen. Falls ihr das Video gut fandet, dann gebt mir doch gerne einen Daumen hoch. Und ich mache auch nochmal eine Abstimmung, ob euch noch ein zweiter Teil interessieren würde, weil, wie gesagt, meine Vorräte sind noch nicht leer. Also es gibt auf jeden Fall noch Material für ein zweites Video. Und nächstes Mal könnte ich das dann, glaube ich, auch ein bisschen geordneter machen. Also sagt mir einfach, was ihr darüber denkt. Und dann war es für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!